Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Was ist die Borbert-Kampagne bzw. die sieben Gezeichneten. Wir sind jetzt aktuell in der vierten Folge und betrachten das vierte Abenteuer, nachdem wir einen Sprung von 2 Jahren gemacht haben, in denen die Gezeichneten eine ganze Menge mit ihren Abenteuerpunkten anstellen konnten. Jetzt allerdings werden sie wieder zurück in die Mission gerufen, denn sie bekommen, wie ich das beim letzten Mal schon angekündigt habe, einen Brief von einem alten Vertrauten, und zwar von Delian von Wittbrück. Sollte die Kampagne so abgelaufen sein, wie es von den Autoren bevorzugt wird, dann müsste man Delian von Wittbrück, einen KGA-Agenten, bereits aus dem ersten Abenteuer schon kennen, und zwar bei den Ereignissen von Dragenfeld. Wer das nicht gespielt haben sollte, kann den Brief auch etwas umdichten. Es geht ganz generell darum, dass ein neuer Auftrag in Punin auf sie wartet, denn dort erfahren sie, nachdem sie dann dort angekommen sind, dass eine Lieferung fehlt, die sie in Zusammenhang setzen mit einigen Sphärenbeben. Sie versammeln sich also bei dem Oberhaupt der Boronkirche, dem Raben von Punin, und bekommen dort dann den Auftrag, nach Endurium zu suchen, was seit geraumer Zeit fehlt. Es gibt eine kleine Hintergrundgeschichte. Auf der Insel Maraskan gibt es eine Mine, und zwar ist das die einzige Mine, in der Endurium gefördert werden kann. Das ist ein magisches Metall, beziehungsweise ein Metall, in dem magische Kraft gespeichert werden kann. Daher ist es unglaublich interessant, auch durch die anderen Eigenschaften ist es sehr hart. Es kann nur von sehr wenigen Schmieden geschmolzen, verarbeitet, verhüttet werden. Und das ist eben auch ein Grund, warum es so sehr beliebt bei den Kirchen ist und dadurch dann eben auch wertvoll. Punin vermisst jetzt also für die Golgariten, die dann im Kampf gegen Alanfa geschult werden sollen, jetzt einen großen Teil von Endurium und versuchen dann eben in dieser maraskanischen Mine diese Metalle zu fördern. Das ist ganz generell schon mal ein sehr schwieriges Problem, weil die maraskanischen Dschungel sehr eigen sind, möchte ich sagen. Sie sind nicht wie jeder andere Dschungel, sondern sie sind größer, sie sind gefährlicher und ganz generell tödlicher. Zudem ist die Insel nicht wirklich befriedet. Sie ist zwar seit Retos Zeiten in der Hand des Mittelreichs, ganz offiziell, aber es gibt sehr, sehr viele Widerstandstruppen, sehr viele einheimische Maraskaner, die nicht nur ein Problem mit den Mittelreichern haben, sondern eben auch untereinander, sodass es dort dann viele verschiedene Rivalitäten gibt und Kämpfe, die dann eben auch ein Vordringen in den Dschungel nicht einfach machen. Dazu kommen viele wilde Tiere und eben auch viele wilde Pflanzen. Unter anderem dann das Jagdgras wäre eines dieser Möglichkeiten. Dazu kommen wir allerdings noch. Der Rabe von Punin beauftragt die sieben Gezeichneten jetzt also, dass sie doch bitte im Namen der Kirche in diese maraskanische Mine vordringen mögen und nachzusehen, was das Ganze mit einem Sphärenbeben zu tun hat, beziehungsweise eben auch, wo das dann hin ist, denn sie brauchen das. So brechen die sieben Gezeichneten bzw. die Helden dann auch auf von Punin, können dann mit ein paar Abenteuern auch über den Raschtulswall vordringen und dann über Fasar und Manadestan über die gorische Wüste, wahrscheinlich dann am Manadi, in Richtung Kunchom zu gelangen. Kunchom, dann der größere Hafen, der ihnen dann hier zur Verfügung steht, wo sie auch das allererste Mal dann in richtigen Kontakt kommen könnten mit Maraskanern, die hier ein eigenes Flüchtlingsviertel haben. Hier kann man also in Dar Marustani etwas Luft schnuppern, kann sich so ein bisschen mit den Maraskanern und ihrem Lebensgefühl einstellen, kann so ein paar Informationen über Tutsak sammeln und dann gemeinsam auch aufbrechen. Hier bietet sich dann die Reise mit der Perlbeißer an. Es ist eine Zadracke von Ruban ibn Dahmani, einem der reichsten Menschen Aventuriens, der ihnen dann hier diese Zadracke zur Verfügung stellt. Das Problem ist, dass Maraskan von einem sehr großen Sturmgebiet umgeben ist, und wenn sie dann dort hineingeraten, wird es wohl oder übel dazu kommen, dass sie nicht wie geplant einen Hafen anlaufen, sondern das Schiff untergeht, beziehungsweise nur noch als ein Haufen von Bruchholz über die peitschenden Winde dann in Richtung der Kauka-Ausläufer getrieben wird. Die Helden können also an einem Strand anlegen, an dem zu dem Zeitpunkt noch keine Siedlung steht. An späteren Publikationen wird es dann hier Helmenport geben, was dann gegründet worden ist, aber zu dieser Zeit gibt es diese Siedlung noch nicht.
Das dann hier einmal erkennen. Ich habe es dann hier einmal für euch eingezeichnet. Wenn sie dann hier erwachen, beziehungsweise wenn sie dann nach ihrem Sturmschaden hier wieder zu sich kommen, dann werden sie relativ bald nicht nur von der Flora und Fauna begrüßt, sondern eben auch von einigen Maraskanern, die sich hier im Schutz der Baumwipfel auf sie stürzen. Es gibt einen relativ unfreundlichen Empfang mit den sogenannten Wipfeltigern. Das ist dann eine der Rebellentruppen, die sich dann hier verschanzt haben und die dann eben nicht nur Krieg mit den Mildreichern führen, sondern eben auch mit anderen Rebellentruppen, die dann hier ihre Gebiete abgesteckt haben. Die Helden können sich dann hoffentlich diplomatisch mit ihnen einigen und erfahren dann, während sie im Dschungel sind, mal wieder mit Träumen von näheren Begebenheiten. Sie können von Hexenkriegern träumen. Hier wird also auch schon dann der dritte Gezeichnete, der dann später dann im Laufe des Abenteuers erwählt wird, mit der Zukunft dann konfrontiert. Unabhängig von dem Untergang des Schiffes und unabhängig davon, dass sie jetzt nicht in dem richtigen Hafen eingelaufen sind, haben sie ja immer noch einen richtigen Auftrag und sie müssen sich dann eben versuchen, durch den Dschungel hindurchzuschlagen, die Eindrücke vom Regenwald aufsammeln und dann eben versuchen, dabei nicht zu sterben. Es beginnt also ein Spiel mit Krankheiten, mit Giften, mit Tieren aller Art und ganz generell Zars mörderischem Garten, so wie er hier genannt wird. Denn das restliche Abenteuer ist nicht nur die Verfolgung von Borberat, sondern eben auch ein wunderschönes Spiel mit dem Dschungel. Man kann verschiedene Dinge in Erfahrung bringen, man kann verschiedene Tiere kennenlernen, die dann doch sehr einzigartig sind und die man sonst nur hier antreffen kann. An dieser Stelle gibt es verschiedene Begegnungen, die dann den maraskanischen Dschungel mit sehr viel Leben füllen. Sie können modular von der Spielleitung hier platziert werden, von dem Meister oder der Meisterin. Beispielsweise eine Plantage mit Reisfeldern, mit einigen Hütten, die da drumherum stehen, oder mit Schatak-Knollen, die dann eben auch nur auf Maraskan wachsen. Es gibt die Möglichkeit, dass man dem Fort Reto Glück begegnet, eine kleine Kaserne, die hier mitten im Urwald liegt und wo man dann einige Soldaten treffen kann aus der mittelreichischen Besatzungszeit von entweder Reto oder aber eben auch von Hal, denn auch unter Hal gab es einige Kriege. Ja, sodass die dann auf ihre Ablösung warten, dass die nie mitbekommen haben, dass der Krieg schon zu Ende ist. Und wenn die Helden dann ankommen, hoffen sie einfach, dass sie jetzt gehen können. Die Helden allerdings möchten natürlich auch nicht in dieser Kaserne im Fort Reto Glück bleiben, sondern möchten natürlich ihre Mission weiter vorantreiben, sodass dann die Soldaten weiter wahnsinnig werden, dass sie entweder selbst in den Freitod gehen und die Helden müssten das dann verhindern oder aber die Helden auch angreifen, weil sie eben weiterhin dann verrückt werden. Also auch das kann wieder sehr modular dann ausgespielt werden. Es kann weiter sein, dass sie in Alruadan, einer fruchtbaren Ebene, dann auch auf Landwirte treffen, die dann hier versuchen, auch zu handeln, die dann mit Kindern im Dschungel leben. Es gibt weiter die Möglichkeit, dass die Helden angegriffen werden, einfach durch Steckbriefe, die Borberat mittlerweile auch aufgehangen hat, weil er irgendwann mal mitbekommen hat, dass er verfolgt wird, natürlich, denn die Helden hatten ja schon mehrere Begebenheiten mit Borberat, sodass er eben auch weiß, dass die Gezeichneten zwar noch nicht alle ihre Zeichen bekommen haben, aber dass er auf alle Fälle gejagt wird. Und da hat er dann Vorkehrungen getroffen, sodass dann Steckbriefe teilweise eben auch gefunden werden können. Es gibt weiterhin Ruinen von den alten Echsen, die dann hier mitten im Dschungel gebaut worden sind. Auch die kann man dann mitunter in den Dschungeln antreffen. Die kann dann wieder modular platziert werden, gerade wie man das dann ausspielen mag, ob man da dann irgendwelche Sachen nach vorne oder nach hinten setzen möchte. Ebenso gibt es Rebellen, weitere Rebellen, nicht nur die Wipfeltiger, sondern eben auch andere Gruppen, die dann mit Namen benannt sind, die Dajinim, die Pader von Amran Kulaji, die dann alle sehr merkwürdige Namen haben, alle sehr maraskanisch angehaucht sind, alle verschiedene diplomatische Beziehungen zueinander haben und mit denen man sich dann eben immer einigen muss, die dann ja eben helfen können oder weiter die Kampagne erschweren können. Selbstverständlich können die Helden dann auch auf riesige Spinnen treffen. Sie können auch auf das Lager einer Sauchologen stoßen, der im späteren Verlauf auch noch weiter wichtig wird. Hilbert von Puspareiken ist hier das Stichwort. Der ist ein Eleve bzw. ein guter Bekannter von der Spektabilität Rakorium Mutagones.
der dann mit den sieben magischen Kelchen auch wieder eine Rolle spielt, beziehungsweise ganz generell wird er später als Lehrmeister dienen. Und Puspareiken kann also hier auch schon einmal als Saurologe oder als Drachenforscher auftauchen, wird später dann auch noch für den dritten Gezeichneten ziemlich wichtig werden. Es gibt weitere Begegnungen dann nicht nur mit exischen Ruinen, sondern eben auch mit Abgesandten aus Akrabaal, also weiteren Achars, die dann hier nicht unbedingt feindlich gesonnen sind. Es gibt natürlich dann auch später noch die Begegnung mit feindlichen Echsen, mit feindlichen Achars, aber je nachdem, wie hier dann die Helden auftreten, ist dann auch die Kommunikation mit diesen Echsen hier möglich an dieser Stelle, die dann einige weitere Informationen zum Dschungel und auch zu Borbarat geben können. Nach einer sehr kräftezehrenden Reise kann dann aber eben auch die Gruppe oder diejenigen, die noch davon übrig geblieben sind, die Endurium-Mine erreichen, Amran, Anji, die dann vor den Helden liegt und die hier dann doch recht verlassen ist. Normalerweise würde man hier eine mittelreichische Patrouille erwarten, beziehungsweise Soldaten, die sich dann um den Abbau kümmern, die sich um den Abbau bemühen, mit weiteren Sklaven oder mit Gefangenen, die dann irgendwann mal straffällig geworden sind und die dann als Bestrafung auf diese Insel dann verbannt worden sind. Natürlich auch einige Maraskaner, aber all diejenigen sollte man normalerweise hier treffen. Merkwürdigerweise ist allerdings das Gelände sehr verlassen. Sind die Helden aufmerksam, können sie bereits hier oben schon einiges an Blut entdecken, also Kampfspuren, die dann allerdings auch so ein bisschen verborgen worden sind. Es gibt noch Berichte von einem Elite-Garderegiment der Drachengarde, die dann hier mit einem Hauptmann Protokoll geführt haben. Und man kann in der Schmiede eben auch noch die offensichtlichen Überreste finden von den magischen Metallen. Es gibt noch einige wenige Krümel, aber der Großteil von Endurium und auch das lästige Gold in Anführungsstrichen wurde entfernt. Ja, die Helden gehen dann natürlich auch darauf ein, dass man unten in der Mine noch einmal suchen könnte und so versuchen dann die Gezeichneten in die schwarze Grube vorzudringen und untersuchen dann die Endurium-Mine. Sie fahren mit einem großen Fahrstuhl nach unten durch einen Schacht, werden sie nach unten gelassen und können dann die Mine erkunden, die Bastion. Hier finden sie neben den Lagern, neben den Quartieren der Minensklaven auch ein großes Septagramm, also ein Siebenstern, was darauf hindeutet, dass hier vor weniger Zeit ein gehörnter Dämon beschworen wurde. Das sollte sie natürlich aufhorchen lassen, wenn sie weiter dann durch die Stollen versuchen, ja, etwas zu finden, was auch immer sie dann hier finden wollen, können sie dann auf den Kampf mit einem Arekorobai stoßen, dem weißen Wurm von Agrimot, der dann hier für Borbarat bzw. die Beschwörer unter ihm das Endurium aus dem Stein gefressen hat und dann das Endurium und das lästige Gold ausgeschieden hat. Das, was also die Sklaven in profaner Arbeit dann mühsam aus dem Stein geklopft haben, kann ein Akorobai in sehr, sehr kurzer Zeit dann selbst wegfressen, beziehungsweise dann diese Stollenarbeit sehr, sehr erleichtern. Sie können dann den Akorobai zum Kampf stellen oder eben auch fliehen. Das sei ihnen dann überlassen. Auf alle Fälle werden sie herausfinden, dass es keine Durium mehr in dieser Mine gibt. Da sie allerdings von der Puniner Kirche beauftragt worden sind, dieses Endurium zu finden, können sie noch einmal oben nachsehen. Und wie gesagt, es gibt Protokolle, die da eben darauf hinweisen, dass die Karawane aufgebrochen ist. Und sie können dann versuchen, dieser Spur des Todes zu folgen. Die Helden müssen jetzt also über den Amdergyn-Pass hinüberklettern, also das große Gebirgsmassiv, in dem dann auch diese Mine liegt, die Amran-Anji-Mine liegt dann eben auch hier und sie können dann den wenigen Spuren, wie gesagt, folgen, können dann über eine Passfestung hinüber, können dann am ewigen Wald vorbei, wieder viele andere Begegnungen, auf die sie dann hier treffen. Wie gesagt, es ist eher eine Spielhilfe zu Maraskan mit vielen verschiedenen Sachen, die man dann hier sehr modular einstreuen kann. Auch hier ist dann wieder die Kreativität des Spielleiters, dann das Maß der Dinge und auch wie viel man die Helden quälen mag, beziehungsweise die Spieler. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Auch die Helden waren sehr angetan davon, wie Maraskan dargestellt worden ist, aber es war dann am Ende auch wirklich die Hölle auf Erden, beziehungsweise die Hölle auf Dere.
Wenn Sie den Spuren dieser Endurium-Karawane nachgehen, können Sie nach einiger Zeit auch einen sogenannten Hügel der Krähen erreichen, wo Sie dann die Drachengardisten tot erkennen. Denn Borbrat hat sich hier an dieser Stelle denjenigen entledigt, die er nicht mehr braucht. Er hat dann nur noch das Nötigste an seinen Leuten mitgenommen und ist mit den Überresten dann vor allem das Endurium weitergezogen in Richtung Süden. Die restlichen Drachengardisten, die dann hier normalerweise ihnen gefolgt sind, sind dann hier gestorben und sorgen dann eben auch für den namensgebenden Hügel der Krähen. Wenn die Helden dann dem Hügel der Krähen Spur weiter folgen, dann werden sie ja neben ein paar Krümelchen und während weiteren Albträumen dann auch auf den Friedhof der Seeschlangen stoßen. Den kennen wir bereits. Wer den Friedhof der Seeschlangen noch nicht kennt, der kann noch einmal in der Filiasson-Saga-Zusammenfassung von mir hineinschauen. Denn auch dort hat der Friedhof schon eine große Rolle gespielt. Und er wird auch in weiterer Zukunft eine große Rolle spielen. Hier auf alle Fälle ist er dann ein zentraler Punkt. Denn Borbarat ist hierhin unterwegs, möchte mit seinem Endurium, was er vor einiger Zeit dann mit dem Arkorobai gefördert hat, hier nicht nur schwarze Schwerter gießen, die er dann seinen Feldherren überreicht, sondern er möchte vor allem die namensgebenden Pforten des Grauens aufstoßen. Das hat er schon vor einiger Zeit gemacht, denn wir sind noch so ein bisschen in der Vergangenheit. Er hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass es Sphärenbeben gab und die dann diese Puniner Kirche darauf aufmerksam gemacht hat. Dieses Sphärenbeben rührt tatsächlich daher, dass Borbrat hier gemeinsam mit seinen Paktierern, gemeinsam mit seinen Beschwörern die drei Pforten aufstoßen mag, die dann zu den sechs Unelementen führen. Das ist dann zum einen die Sphäre von Agrimod, der ja vier Elemente unter sich vereinbart. Dann ist es die Sphäre von Nagrach oder von Belshirasch, der dann über die Domäne Eis herrscht. Und dann eben Charybdorot mit dem Wasser. Sollten all diese Pforten aufgestoßen werden, dann könnte man tatsächlich legendäre Dämonen herbeirufen, die sich automatisch vermehren. Die Rede ist hier von den Dämonenarchen, die dann hier mit ihrem richtigen Namen gerufen werden. Das ist zumindest dann der Plan von Borbrat. Er hat zudem dann, wie gesagt, seine Schmiede mit dabei, Perilax, den Zwergenschmied, der auch im weiteren Verlauf nicht nur in der Kampagne, sondern von vielen anderen Kampagnen eine Rolle spielt, der dann die schwarzen Schwerter gießt, beziehungsweise schon gegossen hat, schon gefertigt hat. Wir treffen auch schon andere Schergen wieder, die es bereits schon einmal gab. Laranja Schwarzklinge hatte ich bereits in der vorherigen Folge erwähnt, eine Hexe der Schwestern, die dann hier sehr aktiv sind. Auch die hatte man vielleicht im Laufe dieses Abenteuer schon getroffen oder aber eben auch in den 2 Jahren, wenn man denn eine eigene Hexe dabei hat und die sich dann so ein bisschen mit anderen Spinnenhexen auskennt. Es gibt auch die Begegnung mit Cho und Tak, der Charybdorot Hohepriester, der auch in der Filiasson-Saga schon uns einmal Ärger gemacht hat. Und Priotin von Rallaau und vom Berg, ein hoher Diener von Blackerats, der wohl ja, KI-Agent ist oder war. Die Helden können auf alle Fälle vordringen, vor allem dann nicht nur in den Friedhof der Seeschlangen, sondern in die Schmiede, wo sie dann eines der schwarzen Schwerter erbeuten können. Denn es könnte eben sein, dass eines dieser Charybdorot-Schwerter dann von ihnen mitgenommen wird. Gehen sie von der Schmiede über einen sehr matschigen Pfad, einen sehr matschigen Sumpf dann in Richtung Wasser, dann können sie hier nicht nur auf Borbrat treffen, sondern eben auch auf die anderen Beherrscher, die dann den Kampf gegen die Maihaitamim eröffnen, die wie gesagt Dämonenarchen sind. Allerdings fehlt hier noch eine wichtige Pforte, denn die Pforte ins Eis zu Belshirasch ist noch nicht geöffnet. Das bedeutet also, dass die Maihaitamim noch nicht immun gegen das Eis sind und hier dann eine sehr verwundbare Stelle aufweisen, die dann im Verlauf von der blutigen See wichtig werden könnte. Drei der Dämonen wurden bereits beschworen. Das Abenteuer geht davon aus, dass die Helden hier wenigstens einen kleinen Teil Erfolg erringen können und neben vielen Paktierern, die sie hier töten können, eben auch
eine der Mutterarchen dann vernichten können. Ja, wie gesagt, aus drei werden dann nur noch zwei und werden zu den gewaltigen Dämonenarchen, die Plagenbringer und dann eben auch die Stadt aus der Tiefe, die dann später dann die beiden größten Archen werden mit mehr als 200 Metern Länge, die dann also Schiffe mit Leichtigkeit verschlingen können. Unter anderem können andere Artefakte erbeutet werden, wie das Kerbdrot-Zepter, und die Helden bzw. die sieben Gezeichneten sollten dann doch vertrieben werden. Die Pforten bleiben weiterhin offen. Es kann allerdings keine dritte Pforte beschworen werden bzw. geöffnet werden. Denn Yona-Ho wird gerufen, und das ist ein neungehörter Dämon, gegen den dann höchstwahrscheinlich die Helden nichts ausrichten können. Vor allem, da sie eben auch sehr, sehr lange Zeit im Dschungel geblieben sind und dann sehr, sehr schwach eben auch durch Gift oder durch Krankheit hoffentlich dann den Rückzug antreten. Die Kultisten flüchten ebenso, die überlebenden Borberadianer werden dann ja ebenso in den Dschungel oder auch auf das Wasser abtreiben, und so ist zumindest ein kleiner Teilerfolg den Helden gegönnt. Borberat, wenn er denn noch da ist oder da war, wird auch mit einem transversales verschwinden. Es kann aber auch sein, dass Borberat schon ganz andere Ziele hat und sich auf die andere Seite der Insel geflüchtet hat. Allerdings ist das Abenteuer an dieser Stelle noch nicht zu Ende, sondern nur zu dem ersten Drittel. Die Helden sind von diesem mächtigen Kampf natürlich dann auch ziemlich zerstört, ziemlich kaputt, und gerade wenn man dann noch schon eine sehr, sehr lange Reise in der Wildnis hinter sich hat, dann wird man sicherlich doch eine ganze Menge an Zeit und Erholung brauchen, weshalb sie dann nicht einen langen Weg durch den Dschungel wieder zurück antreten können, sondern nachdem sie sich von diesem Unheiligtum wieder nach oben gerettet haben, die Kultisten entweder tot oder aber geflohen auf die offene See, dann liegen sie erstmal hier, wie gesagt, hoffentlich mit dem Zepter von Charybdis, was sie dort geborgen haben, als eines der Artefakte. Ich hatte ja schon bereits gesagt, dass sie auch im Dschungel auf freundliche Achats, freundliche Echsenwesen treffen könnten. Und diese werden wir an dieser Stelle auch wieder finden, denn die suchen die Helden auf. Die möchten ganz gerne dieses Zepter von Charybdis wieder haben, allerdings nicht, um damit Schindluder zu treiben, also um damit böse Dinge anzustellen, sondern es geht vor allem darum, dass die Pforten nach Akrabaal bzw. nach Sel al-Tach wieder geschlossen werden. Das ist ein mächtiger Ritualplatz für die Echsen, und dieser soll mit dem Zepter wieder verschlossen werden. Ehemals dann vor einigen Tagen, vor einigen Wochen geraubt von Borberat selbst. Und damit das eben wieder geschlossen werden kann, damit das Zepter an den alten Ort gelangen kann, haben die Echsen auch die Hilfe der Helden wieder benötigt und können sich dafür dann eben auch revanchieren, sodass sie dann eben nicht nur im Dschungel dann helfen können und die Rückreise sehr viel vereinfachen, sondern eben dann auch mit beispielsweise einem Balsam oder anderen Kräutern aus dem Dschungel dann auch behilfreich sein können. Wenn die Helden, wenn die sieben Gezeichneten bzw. die ersten zwei Gezeichneten mit den anderen dann ankommen in Zell al-Tach, in der alten Ruine, dann begegnen sie einem Leviathan. Dies ist jetzt auch der Grund, warum die Helden das Zepter den Echsen nicht einfach geben können, sondern warum sie auch mitkommen sollen. Natürlich möchte man so ein wichtiges Zepter einer Erzdämone noch nicht einfach irgendwelchen Echsen in die Hand drücken, gerade nachdem man dann noch schon viel schlechte Begegnungen hatte. Aber vor allem geht es auch darum, dass dieser Leviathan nun einen weiteren Helden zum Kampf herausfordert. Nach einer kurzen rituellen Begrüßung wird dann der Leviathan mit dem unaussprechbaren Namen N'Krisztahi einen Kampf bis auf das zweieinhalbte Blut fordern. Ganz kurz zur Erklärung: Das erste Blut ist dann, bis irgendwie Lebenspunkte vergossen worden sind, also nicht bis zum ersten Treffer, sondern bis zum ersten Treffer, der durch einen Rüstungsschutz durchgegangen ist, dass also bis ein Lebenspunkt vergeudet wurde und Blut zu sehen ist. Das zweite Blut wird so lange geführt, bis einer derjenigen aufgibt oder aber ohnmächtig am Boden liegt oder mit schweren Wunden dann aus dem Kampf ausscheidet. Das dritte Blut wird dann normalerweise geführt, bis einer tot ist. Der Kampf bis auf das zweieinhalbte Blut ist damit also neu. Das gab es in der Form so noch nicht. Ist kein klassisches Duell, kein Rondrago-fälliges Duell. Aber vielleicht mag sich ja einer der Helden darauf einlassen. Und so könnte dann derjenige, der sich traut, höchstwahrscheinlich ein großer, starker Krieger, eine typische Kämpfernatur, dann mit diesem Leviathan ringen. Ein wahres Monster, sicherlich 3 Meter groß und dementsprechend dann auch einen sehr heftigen Kampf liefern.
Die anderen Helden derweil können erkennen, dass sich ein grauer Nebel um die Kämpfenden legt, um den Echsenkrieger aus Akra Baal und den ja, zu dem Zeitpunkt noch nicht gezeichneten, aber wenn dann am Ende des Duells beide schwer verletzt dann aus diesem Nebel wieder heraustreten und dann siegreich grinsen, dann kommt es eben dazu, dass der dritte Gezeichnete erwählt wird und sein Zeichen bekommt. Die Prophezeiung des Thamos Nostriakos hat es schon angekündigt. Er bekommt das Zeichen der Kröte. Ja, mit dieser Begegnung könnte man das Abenteuer eigentlich abschließen und sagen, ihr seid erfolgreich gewesen. Das Problem ist nur, dass sie immer noch im Dschungel sind, irgendwo im Maraskanischen am Dörgün-Massiv oder der Maraskan-Kette. Und da muss man natürlich auch erstmal wieder nach draußen kommen, um in die Zivilisation zu kommen. Denn nur für wahre Maraskaner ist dies ja tatsächlich auch ein Zuhause und für alle anderen nur die pure Hölle. Wenn man sich so ein bisschen die politische Situation von Maraskan ansieht, dann wird man wohl erkennen, dass es entweder die Situation gibt, man könnte nach Boran fliehen oder aber nach Tuzak. An Boran ist das Problem, dass diese Stadt schon seit Jahren belagert wird und man da kein wirkliches Durchkommen hat. Die Schiffe, die dann aus der See starten wollen, werden meist dann eben kaputtgeschossen. Es gibt also einen großen Belagerungsring um Boran herum und das ist eben auch schon seit der Filiasson-Saga so. Also auch wer da die Zusammenfassung schon gesehen hat, der wird dies schon kennen. Die einzig sinnvolle Lösung, der einzig große Hafen, der dann hier auf die Helden wartet, ist dann, dass man sich wieder einmal über die Bergkette schlägt und dann nach Tuzak vordringt, wo man dann eben auch auf die Helden wartet. Denn, ich hatte es schon bereits gesagt, Bobberat ist natürlich auch daran gelegen, dass er jetzt nicht nur Dämonen beschwört und hier dann eben auch auf magischem Wege seinen Einfluss vergrößert, sondern er möchte auch vor allem auf politischer Ebene mitspielen. Und dafür hat er sich vor allem in diesen 2 Jahren, die dann vergangen sind, zwischen dem Abenteuer 3 und 4, also zwischen grenzenloser Macht und der Pforte des Grauens, hat er den Fürsten von Maraskan in seine Riege mit eingespannt. Die Helden können mehr oder weniger dann ohne Probleme, jetzt nachdem sie viel Erfahrung im Dschungel gesammelt haben, nach Tuzak aufbrechen und erreichen die Stadt dann auch ungefähr nach 4 Tagen im Dschungel. So ganz grob wird es hier zumindest im Abenteuer klassifiziert. Was ihnen in Tuzak auffällt und was ihnen sicherlich sehr sauer aufstoßen wird, ist, dass hier auch viele Steckbriefe von ihnen hängen. Die habe ich ja schon das ein oder andere Mal erwähnt. Die hingen nicht nur im Dschungel, aber eben auch. Und jetzt können sie hier auch auf die Drachengarde treffen. Unter anderem auch noch einige andere Borberadianer, so nenne ich sie einfach mal, die sie dann auch schon vom Friedhof der Seeschlangen kennen könnten. Also einige, die sie dann hier wiedererkennen und sie erfahren dann, dass wohl einiges im Argen liegt und Tuzak nicht mehr das ist, was es wohl einst mal war. Sie können dann im Haus der Raben, einem alten Boron-Tempel, so ein bisschen Recherchen einholen. Das ist dann ein Tempel der Alanfana, die dann hier nach der Kaiserin Witwe Alara Paligan gegründet worden ist. Können Sie dann hier so ein bisschen Luft holen und sich hier sicher wägen. Sie können natürlich dann auch so ein bisschen versuchen, mit den KGA-Agenten Kontakt aufzunehmen oder aber auch im Ruhr-und-Gror-Tempel mit den Zwillingen sprechen. Das wären also auch Möglichkeiten. Wenn Sie sich in die Schule des Wandelbaren, die Akademie in Tuzak, wenden, dann werden Sie auch hier mitbekommen, dass sich die Akademie wohl sehr verändert hat und auch hier die Borberadianer ihre Finger am Spiel haben. Sie können dann überlegen, ob Sie einfach mit dem Schiff wieder davon segeln und Tuzak sein lassen, aber Sie sind ja normalerweise Helden und wollen Borberat dann ja auch aufhalten. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass man sich dann auch um den Fürstenpalast bemüht und gemeinsam mit der Sonnenlegion und der Seeadler von Beilung, also dem schnellsten Schiff der kaiserlichen Perlenmeerflotte, unter der Iadre Nisanin den Fürstenpalast stürmt. Das mag jetzt natürlich schon ziemlich heikel sein, weil man nicht einfach so einen Fürstenpalast stürmen kann. Das war in der offiziellen Historie von Aventurien dann doch relativ ungewöhnlich, aber sie können tatsächlich einen Angriffsplan ersinnen und dann versuchen, diese Residenz dann zu stürmen. Es gibt natürlich dann auch die Drachengarde, die sich ihnen dann hier entgegenwirft, ein Elite-Regiment, was dann hier von Delian von Wiedbrück geführt wird. Aber sie können sich dann nach und nach durch die Gänge des Palastes schneiden und schnitzeln. Gerade hier kommt es dann noch zu vielen Begegnungen mit Dämonen, teilweise auch gehörnt. Und hier muss dann auch das dritte Zeichen zum allerersten Mal aktiv werden, der Ruf des N'Chur. Wird dann auch aus dem dritten Gezeichneten herausbrechen
Und zum allerersten Mal wird sich der dritte Gezeichnete verwandeln, denn da, wo der erste Gezeichnete sein Auge bekam und der zweite Gezeichnete seine Tätowierung, so wird sich das dritte Zeichen dann, ja, nach und nach verändern. Es ist eine Metamorphose, die sich zunächst nur etwas weniger zeigt. Die Augen sind kurz ein bisschen gelb und starr, vielleicht schlitzförmig, die Haut wird ein bisschen verhornt oder kühler. Aber das wird sich nach und nach ausformen, denn die Zeichen sind natürlich dann auch so, dass man sich mit ihnen arrangieren muss, dass man viel mit ihnen lernen muss. Und erst wenn man die dann gemeistert hat, kann man dann nach und nach mehr und mehr Macht über sie erlangen. Aber in diesem Kampf auf alle Fälle schon mal sehr hilfreich, wenn man dann gegen die Hauptmänner der Drachengarde vorgehen will, beziehungsweise auch die Dämonen, teilweise gehörnte Herr Stottin. Ganz am Ende gibt es eine weitere Begegnung mit Borberat. Der hat ja am Friedhof der Seeschlangen weniger gewirkt, er hat natürlich die Rituale vorbereitet, war vielleicht aber auch gar nicht selber anwesend oder ist dann sehr schnell, ja, geflohen, will ich nicht sagen, weil ein Borberat fliegt nicht. Aber an dieser Stelle kommt es jetzt zu einer Audienz beim Dämonenmeister. Denn man kann dann in die letzte Empore treten, wenn man dann die anderen Wachen besiegt hat. Die Sonnenlegion hilft hier natürlich auch noch und dann auch der restliche Besatz von der Seeadler von Beilung. Auch der kann natürlich dann als Seekrieger dann für den Sturm benutzt werden. Aber am Ende soll es dann dazu kommen, dass die sieben gezeichnet bzw. die ersten drei mit Borberat reden können. An dieser Stelle muss die Spielleitung tatsächlich sich sehr gut vorbereiten und auch die Moral von Borberat herausarbeiten, die Motivation, warum er das eigentlich tut. Ist er eigentlich nur böse oder möchte er die Menschen befreien? Hier an dieser Stelle verweise ich dann auch noch einmal auf den späteren Anhang, den ich dann auch noch einmal bringen werde, wenn wir an der Stelle sind. Was ist Borberatianismus? Was ist Neo-Borberatianismus? Was ist sein Ziel? Aber an dieser Stelle kommt es zu einem Gespräch mit einem wahrlichen Halbgott, der dann versucht, die Gezeichneten auch so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen. Je nachdem, wie das Abenteuer verläuft, geht man dann hier davon aus, dass es natürlich zu einem Kampf gegen den Endgegner kommt, der sich dann hier auch mit einigen Dämonen gegen sie wirft. Er gibt sich natürlich dann auch nicht wirklich die Blöße, aber man soll natürlich versuchen, ihn aus diesem Fürstenpalast zu verdrängen und ihn zu besiegen. Und das soll dann schließlich auch passieren. Es kann natürlich dazu kommen, dass einige Helden auch getötet werden, dass der Dämonenmeister hier auch eine ganze Menge an Macht hat, damit er hier nicht entwürdigt wird, aber am Ende soll er dann gehen. Während des Kampfes mit Borberat können die Helden seinen Zauberstab erbeuten und damit ist er so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Er schnippt einmal mit dem Finger und verwandelt sich entweder in schwarze Asche oder verschwindet im Limbus. Er ist auf alle Fälle erst einmal weg und hat sich den Gezeichneten entzogen. Das hat ihn dann doch schon etwas verwundert oder verwirrt und so gibt er sich dann hier an dieser Stelle doch zum ersten geschlagen und das Abenteuer ist dann doch beendet. Es gibt natürlich noch einen Epilog, der muss natürlich auch sein bei so einer Kampagne und ja, da wird dann geklärt, was passiert mit dem Palast, mit dem Fürstenpalast und dem Tyrannenfürsten, der dann hier übernommen wurde von Borberat und was passiert mit den Drachengardisten, die jetzt irgendwo entweder in Tuzak herumlaufen oder aber auf der Insel Maraskan. Was wird dann eben auch als Belohnung vom Raben von Punin spendiert? Wie kommen sie zurück? All das wird sich dann in den nächsten Teilen der sieben Gezeichneten offenbaren. Wir sehen natürlich noch einige, viele Leute davon wieder. Und ich hatte auch schon Boran erwähnt, auch Boran wird noch einmal eine Rolle spielen, denn ich hatte ja schon gesagt, es wurde belagert, eine große Seeblockade, die seit vielen, vielen Jahren, auch schon weit vor der Filiasson-Saga 1007, 1008 nach Bosporans Fall dann den Hafen blockiert. Aber auch das wird noch einmal wieder vorkommen. Wie gesagt, viele alte Bekannte, viel Politik, was dann jetzt im Laufe der Zeit eine Rolle spielt und die ersten Zweifel, die sich dann in der Kirche breit machen. Denn auch wenn viele den Helden am Anfang nicht geglaubt haben, mittlerweile sind die Zeichen dann doch schon so, dass sich das nicht mehr wirklich verdrängen lässt. Irgendwas ist auf Maraskan passiert. Irgendjemand hat da wohl viel, viel Macht entfesselt, schweren Beben dann hervorgerufen. Und wenn sie dann nicht nur das Zepter von Charybdoroth geborgen haben, sondern vielleicht auch Yamish Akvam, das schwarze Schwert von Charybdoroth, dann können sie auch hier mit dem Endurium, was dann gestohlen wurde, einiges an Macht wiedergewinnen.
Charalmont, Bobberts Zauberstab, geht dann auch ein in die Verwahrung der Helden. Auch hier müsste man dann sich überlegen, wie man ein solch mächtiges Artefakt vor einem Halbgott bewahren kann, wenn das dann auch gebunden ist, dieser Zauberstab. Wie kann man dann einen Halbgott davon abhalten, dass er ihn sich wiederholt? Und ja, all solche Dinge müssten dann im Laufe besprochen werden. Es gibt wieder eine große Zeitleiste. Der Kurs ist auf alle Fälle gesetzt. Von Tutsak aus geht es mit Kurs nach Kuntium. Dort erweitert uns dann das nächste Abenteuer. Von dort aus gehen wir dann weiter in Bastrabuns Bann. Das war's mit meiner Zusammenfassung von dem vierten Abenteuer Pforte des Grauens. Ich habe, wie gesagt, schon eine Zusammenfassung davon mal gemacht, was bei unserem Abenteuer damals passiert ist. Wir haben ja zumindest die erste Hälfte davon gespielt und dann eine ganze Menge im Dschungel gemacht. Wer sich das also einmal mal ansehen mag, der ist dazu recht herzlich eingeladen. Mag euch vielleicht auch bei der Vorbereitung helfen, den maraskanischen Dschungel dann darzustellen, wenn ihr mögt. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.